Hallihallo, Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver mit mir, dem NDP. Und dazu haben wir den Twitch-Chat. Ich wollte gerade zu meinem zweiten Monitor rüberzeigen, aber ihr wisst schon, der Twitch-Chat steht da. Ich hör mal auf sie ein. So, und jetzt kommt gleich der Petruschka-Text für diese Folge. Na, wo kommt? Ich wollte schon fragen. Okay, oh Gott, ist das wie eine Wall of Text. Folge 8. Long Dong Silf. AKA Whirlpool-Schlampe ist gar nicht mal so freiwillig in unser Team getreten. Martin frühstücke im Rausch der Strudel und der Liebe eine ganze Clownschule ab und wir haben unseren Senpai getroffen. Nachdem alle im Chat beschlossen haben, Martin für den guten Zweck zu bannen und Schadensbegrenzung. Senpai war aber schwerhörig und Martin musste seine Antworten mehrmals wiederholen. Trotzdem wurden wir als würdig erkannt. Ihm gehorchen alle Pokémon. Martin bezeichnet sie als Untergebene. Damit hat Martin auch Macht über Sandra. Ich lese schon den nächsten Satz. Den nächsten Teilsatz. Doch Gutruns Herz konnte er bis dato nicht erreichen. Wir bekamen anschließend einen Booty Call von Lind. Er wolle Martin was zeigen. Kappa Pride. Martin war aber wenig davon begeistert und gar nicht neugierig, was Lind so unter seinen Kittelfingern verbergen könnte. Skandalös! Gebrochene Herzen und Melodrama nur hier auf der LP. Kappa. Wow. Petruschka. Petruschka, Dankeschön. Danke. Okay, ich bin ja doch so ein bisschen neugierig, was dieser Professor Lind jetzt unter dem Kittel hat. Gucken wir uns das einfach mal an. So, Bills PC. Als erstes, Pokémon bewegen. Eod, es war schön mit dir. Nein, Hutas, wir brauchen dich. Wir nehmen die VM-Slave wieder raus. Muss ich das jetzt ganz kurz ändern? Ich glaube nicht, oder? Wir lassen das ganz kurz so. Wir nutzen das jetzt eh nur ganz kurz zum Fliegen. Und fliegen aber nur hin und her. So. So, meine Freunde. Gucken wir mal, was der Doktor versteckt hat. I need a doctor. Oh nein, hör auf zu singen. Singen. Neubock, ja. Fliegen wir. Fliegen wir. Martin guckt gern unter Linz Kette. Ich gucke gerne unter Röcke, aber das ist ein anderes Thema. Das sollten wir jetzt lieber nicht ansprechen. Bitte lass uns ein anderes Thema anschneiden. Holger! Oder war es Linda Kittel? Vielleicht war es doch Lindas Rock. Wer weiß das schon. Ich bin auf jeden Fall geschockt. Oh mein Gott, Claren, was machst du denn hier? TTP? Was? Du hast bereits 8 Orden? Das ist ja unglaublich. Na los, geh schon zum Professor. Er wartet bereits auf dich. Hi. Oh, hallo, EdDP. Mann, bei dir weiß man wirklich nie, mit was du ein als nächstes überraschst. Dank dir macht meine Forschung ganz ausgezeichnete Fortschritte. Bitte nimm das als Zeichen meiner Dankbarkeit. Es war der Meisterball, okay. Das ist ein Meisterball. Egal mit welchem Pokémon du es auch zu tun hast, mit diesem wertvollen Pokéball gelingt es dir garantiert, es zu fangen. Meisterbälle werden angeblich exklusiv für herausragende Leistungen im Feld der Pokémon-Forschung ausgegeben. Aber ich glaube, du kannst damit mehr anfangen als ich, EdDP. Hier, du kannst ihn haben. Übrigens, vorhin waren ein paar wirklich hübsche Kimono-Gürtel hier in meinem Labor. Themenwechsel, das könnte mein Vater sein. Der Themenwechsel. Sie sagten, sie seien auf der Suche nach dir. Bin ich gewohnt. Mann, hört viel Gutes über dich. Weißt du, dass NTP Kimono gehört? Geil. Das finde ich echt toll. Du legst dich für uns alle so sehr Zeug. Ich bin echt froh darüber. Eine Freundin wie dich. Ich bin Single. Hier KS Freak Sound einfügen. Oh Mann. Oh. Sollte es noch eine Folge danach geben, Petruschka? Bitte eintragen. Es sind viele Tränen geflossen. Die Kimono Girls sagten, sie würden im Tanztheater von Teak City auf dich warten. Oh, wir fliegen wieder weiter. Oh Mann, ey. Nee, aber Random Fact, mein Dad. Nein, nicht Bericht. Ich will nicht über Hutas berichten. Das könnt ihr irgendwo lesen. mein Dad wechselt auch immer sehr gerne die Themen. Man kann irgendwie mit ihnen über irgendwas total Wichtiges reden. Auf einmal kommt er mit einem ganz anderen Thema um die Ecke.
denkst du so, warte mal, was? Was? Wir sind doch noch mitten im Gespräch über das und das eine Thema. Aber er macht das irgendwie so unbeabsichtigt. Nadine schreibt mir gerade privat, ich mache kein Foto im Kimono-Kappa. Och, komm schon. Bitte. Oh, Sato mal wieder. Warum kann ich nur nicht gewinnen? Dabei war mein Gegner doch nur so ein mickriges Kimono-Girl. Oh, hast du mir zugesehen, EdTP? Ja, ich habe verloren. Und ich dachte noch, es würde ein Kinderspiel, alle fünf Kimono-Girls der Reihe nach Platz machen. Aber sie waren mir haushoch überlegen. Du bist bestimmt auch hier, um die Kimono-Girls herauszufordern, oder? Ruhe dich aber nicht auf den Lorbeeren deines Sieges über Team Rocket aus. Diese Kimono-Girls sind nämlich echt unglaublich stark. Aber geh nur, versuch's ruhig. Mich kriegt da niemand mehr rein. Ich habe keine Lust mehr, dir dabei zuzusehen, wie du gewinnst. Okay, Nadine, ich werde es nicht mehr weiter vorlesen von dir. Ich lese nur noch Alex seine Nachrichten vor und Petruschka, wenn er Texte schreibt für mich. Warum bin ich eigentlich immer noch wach? Davon ist auf dich nichts auch nichts abgefärbt. Das bei den Gesprächen ist mit dir noch nie passiert. Was, was, was? Achso. Nein, das ist nicht auf mich abgefärbt. Nein, ich muss gerade überlegen, was du von mir willst. So, liebe Kimono Girls, jetzt kommt die schöne Stelle. Wir hatten bereits in Viola City das Vergnügen, nicht wahr? Nur jemand, der ein aufrichtiges Herz und ein Händchen im Umgang mit Pokémon besitzt, kann Lugia herbeirufen. Die richtige Person lässt sich daran erkennen, dass sie das Rätselei bei sich trägt. Okay. Jo, ich bin bereit. Oh, diese Soundtrack, oh, viel zu gut. Ich muss mir noch ein paar Soundtracks runterladen. Das ist echt geil. Ach, Nadine, du weißt doch, was mir gefällt. Mehr sage ich dazu nicht. Um mal auf deine private Nachricht antworten zu können. Nachtara, es ist so cute, ich will's haben. Das ist Level 38! Holy! Ah, scheiße. Kommt da einfach mal so ein Nachtara Level 38 an? Was stimmt denn nicht mit ihm? Scheiße. Kein Chris, du musst da hier noch was retten. Ich kann Martin vertriggern. Ja. Warum setzt Nachtara Spukball ein? Wir brauchen kein Chris. Ja, kein Chris hat irgendwie nicht sehr viel Schaden gemacht. Nicht die Finsteraura. Jung! Oh, Volltreffer, natürlich! Ja, natürlich! Macht den Volltreffer! Ist klar! Ist klar, Junge! Ist klar! Wir haben ein kleines Problem. Ich verstehe, was Zeto meint, von wegen, die Kimono Girls sind stark. Wir haben noch kein Allheilmittel gegen Unlicht. Wir haben eine Schwäche. Okay, Beleber. So habe ich mir die Folge nicht vorgestellt. Wir sitzen jetzt hier schon wieder 9 Minuten. Eigentlich wollte ich andere Spielereien machen. Kein Chris, please. Nein, Nadine, nein. Geil. Das macht Spaß. Dann opfern wir als nächstes Erd, damit kein Chris leben kann. Ja, das macht ja Erd gern. Er opfert sich gern fürs Team. Ich bin gespannt, wie Nachtara jetzt Erd paralysieren will. Obwohl, Alex, das könnte der erste Kampf sein, wo du mal nicht paralysiert wirst. Kampf, Käfer, Fee.
Ja, und das Einzige, was wir hätten, wäre halt Saphira mit einem, ich sag jetzt mal, eher mittelständigen Kampfangriff. Du kannst es auch öffentlich in den Chat schreiben, Nadine. Das ist nichts, was mich jetzt so gerade in Verlegenheit bringt. So, genug Diablo für heute. Jetzt erstmal schlafen. Was, Mike? Ist ja echt schon ganz schön spät. Es ist halb vier. Halb 4 Uhr morgens und wir nehmen hier Pokémon auf, Leute. Mann, scheiß Werbung! Wie sieht es aus, wenn du deine eigene Medizin frisst, Junge? Oh Mensch. Selber schuld, wenn du keinen Michel im Team hast. Nun. Nun. Wechseln wir mal kurz zu Saphira. Ey, diese Finsteraura. Das wird nicht gut ausgehen. Das ist nur der erste von 5 Kämpfen, wollte ich nur mal gesagt haben, ja. Und wir sitzen jetzt an diesem Kampf schon wieder Ewigkeiten. Ihr solltet euch lieber mal ein Lesezeichen einsetzen. Tja, Sterbi. Und ihr wolltet die ganze Zeit, dass wir keinen Nachtara haben. Jetzt seht ihr, was ein Nachtara mit unserem Team macht. Das zerstört einfach das komplette Team gerade. Ein einzelnes Nachtara nimmt das ganze Team auseinander. Das ist so unfassbar gerade. Hypnose und ein Traumfresser. Hat keine Wirkung. Aber warum nicht? Ach so, wegen Psycho. Nur Traumfresser bringt da nichts. Du wolltest, dass ich das mache, Mr. Meister Pokémon Trainer. Mr. Meister Pokémon Trainer. Oh Mann, oh Mann. Komm, krieg wenigstens einen Spukball raus. Danke. Ja, das weiß ich, Alex. Ich hoffe, ich kann nach dem Kampf heilen gehen. Osmose, du musst es wieder richten, bitte. Geh dich mal waschen, Nachtara. Katzen mögen kein Wasser. Und so ist es auch hier. Es klappt ja super. Hypnose wäre trotzdem sinnvoll gewesen. Hat nur nicht lang gehalten. Ihr habt mein Pokémon geschlagen. Du hast mein ganzes Team zerstört. Nein, lass mich gehen. Please, let Britney alone. Oh Gott schon, lass mir doch wenigstens den Erstangriff. Unfassbar. Sterbi incoming. Martin Feuer Könner mit den Kimono Girls. Total. Schlimm ist, uns gehen die Beleber geradeaus. Oh, Scheiße. Oh,
Ich wusste ja nicht, dass wir alle hintereinander wegbesiegen müssen. Und dass Nachtara dann so einen Schaden oder so eine Lücke ins Team reinhaut. Wer rechnet denn mit sowas? Warte mal, das bringt mir doch jetzt nichts. Wenn ich jetzt einen heile, haut er mir wieder die... Oh, scheiße. Egal, wir machen es einfach. Ist was totale Verschwendung. Oh, kacke. Vielleicht kann ja Ziana noch eine andere Attacke. Es kann nur Psychokinese. Und es macht sogar noch einen Volltreffer. Ja gut, dann ist jetzt gegeben. Schade. Dracona, sei meine rechte Hand. Es ist fehlgeschlagen. Oh, da machst du einen Sternschauer. Ja, dankeschön. Oh Mann, ey. Das ist so bitter. 4600 Tacken? Das erste Mal gestorben. Edit EP rannte zu einem Pokémon-Center und beschützte die erschöpften und besiegten Pokémon vor weiteren Schäden. Vor weiterem Schaden, so. Zunächst solltest du deine Pokémon vollständig heilen. Mit mir im Team wäre sowas nicht passiert. Wir wissen nicht mal, wer du bist. Wir hoffen, du kommst groß raus. Was? Oh, komm, jetzt ernsthaft? Wie sieht das jetzt eigentlich aus? Muss ich jetzt wieder von vorne antreten oder kann ich jetzt dann direkt bei Psyana wieder anfangen? Von vorne. Geil. Wirklich wieder von vorne. Ach was, Strategie, come on, wer braucht das? Das Beste wäre halt wirklich gewesen, wenn wir jetzt schon Dice hätten und der hätte auch schon gut trainiert wäre. Dann wäre das gar nicht mal so schlecht gewesen. Dann hätten wir nämlich ein Kampf-Pokémon, was das hier auseinandernehmen würde. Ein Martin braucht keine Strategie, ein Martin braucht nur Hacks. Und die müssen sitzen. Wie sieht es eigentlich mit Donnerblitz aus? Nee. Obwohl eigentlich, doch, Donnerblitz wäre, glaube ich, besser. Donnerblitz wäre sowas von besser. Oh mein Gott. Weil Spukball ist nicht effektiv, während Donnerblitz neutral sein sollte. Macht aber auch nicht wirklich viel mehr Schaden. Und Frauen. Hex und Frauen. Hex und Frauen, das ist meine Welt. Die Hex sind aber auf meiner Seite gerade. Jetzt brauche ich nur noch die Frauen. Keine da. Nadine. Oh. Physische Angriffe sind gegen Nacht aber besser. Die Spezialverteidigung ist plus 2. Okay. Nadine ist eine Frau. Ja, deswegen rufe ich gerade nach Nadine. Oh Gott! Zungenbrecher! Nach Nadine. No! Nolan! Okay, okay. Ja! Tschüss! Was war? Ich war kurz abgelenkt. Ich habe gesagt, ich habe keine Frau und da habe ich gleich an dich gedacht. Weil Hacks habe ich. Ich habe nur keine Frauen. Und da kommst du ins Spiel. Ruf mir halt ein Taxi. nein.
Um dich wieder wegzuschicken oder wofür ein Taxi? Okay, lassen wir das. So, Psyana. Psyana, ich hoffe, dir ist die Wechselwirkung zwischen Geist und Psycho bekannt. Ich hätte natürlich jetzt auch Traumfresser machen können. Du, boah, ich gehe. Nein, ich würde meine Nadine noch niemals gehen lassen. Das habe ich dir doch vorhin schon mal geschrieben. Nur schweren Herzens würde ich dich gehen lassen. Nee, Nadine möchte nur Kreisverkehr. Das stelle ich mir lustig vor. So die ganze Zeit so im Kreisverkehr. Einfach mal eine halbe Stunde im Kreisverkehr fahren. Oh, da wird dir doch schlecht bei. Ach, Nadine. 3 KP ist mehr als 2 KP. Jetzt bitte Aquana. Wenn jetzt Aquana kommt, hätten wir ein gutes Spiel. Und sparen wir uns wenigstens den Beleber. Nein, das ist Flammara. Du Matt-Genie, danke. Ich habe aufgepasst in Schule. In Schule. Aus so einem roten Bobbycar, halb besoffen durch den Kreisverkehr. Nice, das stelle ich mir geil vor. Das machen wir bei unserem ersten Treffen, Nadine. Einfach so die ganze Zeit im Kreisverkehr rumfahren, besoffen im Kreis, auf dem Bobbycar. Geil. Lul, wolltest mich gerade wirklich verbrennen. Aber liebes Flammare, an mir verbrennst du dir die Finger. Ich bin die Human Torch. Human Torch, ja. Irgendwo macht das Sinn. Irgendwo auf der Welt macht das noch Sinn. Oh Mann. Please. Let Added LP alone. Bitte kein Blitzer. Kein Blitzer. Blitzer ist noch ein Schwachpunkt für uns. Und da kommt es. Okay. Hex. Nein! Ich wollte doch Hex. Hey, ein Elektro-Pokémon. Irrt deine Stärke. Irrt, hattest du Lust? Und das kommt von deiner Frau. Ich muss damenhafter werden. Was? Ich bitte dich. Benimm dich. Ja, ansonsten, keine Ahnung. Saphira, komm schon. Wir haben halt echt nichts gegen Unlicht wirklich und gegen Gestein und gegen, sag schon. Blitz. Du musst keinen Chris wiederbeleben. Definitiv. Aber so ein klein bisschen Schaden machen ist auch ganz nett. So, Status. Ich habe nur noch einen Beleber. Oh Gott. Das Schlimme ist, wir brauchen keinen Chris für, für Aquana. Ja gut. Ja gut. Wir brauchen definitiv noch sehr, sehr viel Training. Saphira, es tut mir leid, dass du jetzt in dieser Folge, in diesem Stream zweimal gestorben bist. Ich war halt ein bisschen überrascht, Nadine. Darf man doch mal sein, oder? Aber die war doch für Eod bestimmt. Ich kann es mir nicht erlauben, kein Chris mit einer Paralyse dort zu sehen.
Hyperheiler? Warum soll ich einen Hyperheiler draufhauen? Ich habe einen Paraheiler. Sah knuffig aus, du meinst das? Diese halbe Kussschnute. Ja, die ist schon echt cute am Bienen. Mach ruhig dein Doppelteam. Wenn du es nicht allein schaffst, dann geh doch weg. Ich brauche gar nicht so viele Hyperheiler kaufen, weil die meisten Pokémon ja eh nur paralysieren. Okay, okay. Weil wäre dann nur 300 Poké-Dollar Verschwendung jedes Mal. Kein Chris erreicht die, als erstes die Level 40er Grenze. Respekt. Cute am Bienen, Alter. Aber richtig. Cute am Bienen. So, jetzt aber, Aquana. Jetzt kommt dein Auftritt. Ich bin die letzte von uns Fünfen. Von uns Fünfen, ihr Fünfenschreiber. Als wir uns in der Passage von Dukatia City trafen. Verdammt aber Eon! wirket ihr äußerst zuverlässig auf mich. Ich bin das Kimono-Gurk. Komomu. Was für ein toller Kimono-Girl-Name. Komomu. Warum nicht gleich Kumumu? Kumumu. Momo. Oh Gott. Wie war das nochmal mit Rosana? Egal. So, Gengar. Gengar Lul. Aquana Girl wird für ein Kimono eingesetzt. Jetzt kommt mit Aquana mit irgendeiner Attacke um die Ecke, womit keiner rechnet. Surfer, wirklich. Mach halt noch mehr Schaden. Memento Mori wäre super. Memento Mori? Warum kommt mir der Name gerade so bekannt vor? Joe, hätten wir das? Wir haben uns in euch nicht getäuscht. Ihr seid wahrlich würdig, dies zu besitzen. Bitte empfangt unsere Gaben. Eine Gichtglocke. Hört mir alle zu! Der Umriss eines riesigen Pokémon wurde bei den Strudelinseln gesichtet! Das wird doch nicht etwa! Lugia. Tamao. Nun denn, Edit EP, wir eilen schon mal vor euch zu den Studioinseln. Warum haben die Kimono-Girls hier so eine riesengroße Rolle bei Soul Silver? In Silber, Gold, Crystal wurden die nur ganz kurz mal erwähnt, aber hier dreht sich ja fast alles da um die. Ich putze hier nur. Wir haben deine Pokémon, wenn sie da fit. Jo, mach mal. Sehr, sehr eigenartig. So. Wir sind wieder bei 28,5 Minuten. YouTube, ihr wisst, was das heißt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn dann. Tschüss.